Hallo, willkommen zurück. Wir sind auf der schwarzen Pumpe und heute steht, ihr seht, die Hopfenernte an. Also, legen wir mal los. Unser erster Hopfen, ich freue mich, weil dann ist es nicht mehr lang hin und wir können die Brauerei in Betrieb nehmen, weil der Hopfen ist ja mitunter noch das letzte Puzzlestück, was fehlt. Damals läuft ja. Ist nur noch das. Dann gibt es bald ein richtig schönes, kühles Bierchen. So, auf unserem Zuckerrübenfeld, also Feld 6, kümmert sich gerade der Helfer drum und pflügt die ganze Sache. Und wir können uns dann hier ausgiebig darum kümmern, dass der Hopfen vom Feld kommt. Wenn wir dann alles soweit geschafft haben, werden wir die zwei Hopfenfelder jetzt auch Hopfen haben. Auf jeden Fall erstmal wieder mit Weizen bestellen, weil Weizen brauchen wir. Und die 6, also da werden wir, ich habe mir überlegt, machen wir Kartoffeln drauf. Weil für die Waschanlage brauchen wir ja auch auf lange Sicht Kartoffeln. Die 300.000 Liter Zuckerrüben, die wir jetzt im Lager haben, sind jetzt auch nicht so, dass wir sagen können, oh, das reicht ja ewig. Die werden auch ganz schnell vorbei sein. Aber heute kümmern wir uns um den Hopfen. Ich hoffe, dass wir da eine gute Ausbeute bekommen am Hopfen. Aber lass uns überraschen. Erstmal abtanken, dann können wir nämlich hier nochmal schön gemütlich und ich habe mal den genommen, weil ich nicht wusste, ob der Graz den Hopfen nimmt, aber Weizen und so nimmt er ja auch nicht, nur das Zuckerrübenzeug. Und bevor wir mit zwei Hängern rumfahren, habe ich mir gesagt, nehmen wir den und fahren mit rein rum. Sind zwar 10.000 Liter weniger, aber bis zur Brauerei ist es ja nicht weit. Ach, willst du mich hier durchlassen?
So, sehr schön, sehr schön. Wir mal hier Quad. Das nehmen wir uns gleich mit hier. Stoßen wir noch mal kurz zurück. Hier wird nichts verschwendet. Aber hier haben wir wieder diese schöne gerade Linie. Ach, ich freue mich auf unser erstes Bier. Wird wieder eine Einnahmequelle sein, um das ewig strapazierte Konto etwas zu entspannen. Der Plan ist ja die Kühe. Und ich denke mal, wenn das läuft und wir das, was wir da haben, verkauft haben, wird da bestimmt gut Geld dabei sein, dass wir da uns an die Kühe machen können. Und dann kriegen wir wieder Gülle und so. Und auch den Mist. Und der hilft uns wieder, den Dünger zu machen. Und mit dem Dünger sind wir entspannter auf unseren Feldern. Und das, was zu viel ist, verkaufen wir. Also entspannt es wieder das gute Portemonnaie. Bestimmt gepflügt werden, wenn das durch ist, ja. Wenn sich der ein oder andere fragt, warum spielst du nicht mit GPS? Ja, damals gab es das noch nicht. Also dem sind die Maschinen nicht groß genug, dass man das unbedingt bräuchte. Gucken wir mal, ob wir es durchkommen. Dann können wir gleich hinfahren und uns selber abtanken. Na, das wird, denke ich, nichts. Na gut. Ja, können wir den mal umstellen.
Ich will doch aber dahin. Ah, der gute, gute Hopfen. Der Hopfen. Aus dem sind die Bierbäume gemacht. So, dann geht's mal weiter mit der wilden Fahrt. Ich glaube, ich werde mir noch eine Ehrenrunde da drehen. Komm, euch zwei nehme ich mit. So. Ja, haben wir noch eine Ehrenrunde. Müssen wir eigentlich ja locker rumkommen jetzt. Sind ja vor uns auch schon. Also haben wir dann oben am Wald mehr Platz zum Wenden. Jetzt artet das wieder in irgendwelche Rangierarbeiten aus, weil du kaum Platz hast zwischen Baum und Hopfen, willst du ja den Hopfen nicht zerstören und den Traktor willst du dir auch nicht am Baum zerbellen oder in dem Fall in der Mähdrescher. Wenn du da einfach mal in das Hopfenfeld da einfach mal ein paar Wege reinmachst, dann kannst du dir ein Labyrinth von bauen. Dann kannst du durchlaufen. Kannst du Fang mich spielen, mit der Wazy spielen. Ja. Wenn man das weicht, dann da können wir dann schön vor, zurück, vor, zurück. Einmal rum, gerade mal halb voll. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir den LKW voll kriegen. 38.000 Liter hat er. Wir schauen, wir schauen. Apropos schauen, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein, weil wir sind für heute am Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Für die, die noch kein Abo da gelassen haben, lasst auch gerne ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Ihr wisst ja, da seid ihr immer informiert, wenn ich ein Video hochlade. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.